Gut. Das letzte Mal, wo ich wirklich ein komplexes System erfahren habe, war, als mein Sohn Tristan, der Mittlere, gesagt hat, er möchte eine Kinderparty machen zum Thema Frozen. Und es kamen alle Kinder, die wir eingeladen haben, was wir nicht erwartet hatten. Und wenn du um 3 Uhr nachmittags 30 Kinder hast und alleine mit deiner Frau das schmeißt, das ist Komplexität, weil wenn du den Ball reinschmeißt, weißt du nicht, was in den 3 Stunden passieren wird. Da sind die Baupläne einer Boeing eigentlich nur kompliziert, aber nicht komplex. Ich möchte Ihnen hier als Praktiker berichten, ich bin kein Experte, und ein paar Geschichten erzählen von der Arbeit des Europäischen Forum Alpbach in den letzten Jahren. Ich werde Ihnen auch erzählen, wie wir das erste politische Innovationslabor Österreichs und wahrscheinlich Europas mit jungen politischen Führungskräften ins Leben gerufen haben und erzählen, wie man 120 Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich in einer Turnhalle Lösungen zur Asylquartierkrise erarbeiten lässt. Und ich werde Ihnen auch sagen, was das mit unserer Organisation gemacht hat, oder beziehungsweise vielleicht spüren Sie das auch schon ein bisschen, wenn Sie mich reden hören. Aber, weil wir vorher von Werten gesprochen haben, ist mir eines ganz wichtig, nochmal kurz auch unsere Grundüberlegungen, die meiner Organisation zu erwähnen, warum wir denn das machen und was uns vorantreibt. Und ich habe Ihnen einfach 3 Personen mitgebracht, die symbolisch für eine Veränderung stehen, in der wir im Moment sind. Und das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, weil das treibt mich voran. Und es ist immer gut, zum Deep, Deep Purpose zu gehen. Also eines ist klar, wir leben in einer Zeit des globalen Wandels. Und auch Menschen, die unsere demokratischen Regierungsformen nicht annehmen, die ein liberales Gesellschaftsmodell ablehnen, interessieren sich für Innovation. Dieser Mann ist der chinesische Staatspräsident. Wir sind in einem globalen Wettbewerb für wer hat die bessere Regierung. Gehen Sie mal nach Singapur und fragen Sie die Leute dort. Sie werden wahrscheinlich einige hören, die sagen, why would I want to be free? Und diese Frage müssen wir beantworten können. Warum will ich eigentlich frei sein? Als Inspiration und auch guten Start gibt es auch ein tolles Essay 2014 von Adrian Wooldridge, dem Schumpeter-Kolumnisten des Economists, verfasst zu diesem Global Contest in Governance. Im Übrigen, gestern hat mir die Katrin, die mich heute begleiten wird, bei der Moderation erzählt, dass die in Singapur jetzt auch mit Design Thinking arbeiten. Sie schreibt unter anderem ihre Doktorarbeit drüber. Also, wie gesagt, ja. Das ist ein Global Contest, das ist ein globaler Wettbewerb. Und zum anderen, brauche ich Ihnen auch nichts Neues erzählen, leben wir in einem Zeitalter der digitalen Disruption. Kurze Frage nur, wer ist Fan von Edward Snowden? Ist keine Fangfrage, nur kurz aufzeigen. Okay, interessant. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber wir wissen aus auch der Designforschung, dass Vorträge mit Publikumsinteraktion einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. aber Edward Snowden steht für mich auch als Symbol einer massiven digitalen Transformation. Und das ist interessant, bei solchen Veränderungen ist man immer zu Beginn, überschätzt man diese massiv. Denken Sie dran an die Dotcom-Bubble. Na, da war alles und digital und was sich nicht alles ändert. Und in der Mitte, da stehen wir jetzt, werden sie massiv unterschätzt. Wir sollten viel mehr über die Auswirkungen von zum Beispiel selbstlernenden Systemen und Maschinen sprechen, als wir das tun und auch Lösungen entwickeln. Und in diesem Kontext gedeiht ein Phänomen, das wahrscheinlich für uns noch stärker und sich noch stärker entwickeln wird, nämlich die Skepsis. Und mit Skepsis meine ich nicht nur verrückte Verschwörungstheoretiker. Ich meine, ja, die Familie in Kreuzberg von nebenan, die Kinder nicht impfen lassen. Oder die nette Beraterfamilie, die jetzt aussteigt und genug Geld verdient hat und eine Schule gründet. Ja? Das ist ein Phänomen, das über die nächsten Jahrzehnte in der Bevölkerung da bleiben wird, aber es ist auch eine Ressource. Und da habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, das ist meine dritte Person, nennen wir sie mal Anna W., ist auch nicht wirklich gut abgebildet hier. Und dieses Bild stammt vom Hauptbahnhof in Wien, August 2015. Es ist eine der Beispiele in ganz Europa, wie plötzlich aus dem Nix selbst organisiert und so manche alte NGO sozusagen oder manche NGO alt aussehen lassend, plötzlich Menschen ganz effizient und ohne Hierarchie
sich für etwas engagieren, nämlich Menschen auf der Flucht zu unterstützen. Das ist eine Ressource, die, wenn wir richtige Anknüpfungspunkte schaffen, eine Chance ist. Aber wir haben natürlich auch noch Realitäten. Und das ist sozusagen, wie Politik und Bürger im Moment von den Menschen wahrgenommen wird. Ja? Ich sage Ihnen aber, Veränderung von innen und außen ist möglich, daran glauben wir, daran glauben viele andere Menschen. Und wir kennen viele junge Politikerinnen und Politiker, die jetzt gerade in die Politik gehen, mit sehr viel Idealismus. Und die wissen, dass ihr Aufgabenprofil in dieser Zeit des massiven Umbruchs sich massiv ändern wird. Dass sie Prozessbegleiter sein werden. Ich spreche von Politikern, ja, und Politikerinnen. Prozessbegleiter sein werden, dass sie Menschen zu Lösungen bringen, dass sie Räume schaffen werden, wo ganz unterschiedliche Haltungen zu einem Konsens finden. Und sie wissen, dass sich eben diese Rolle der Politik massiv verändern wird und sind auch bereit, den Weg zu gehen. Und in dem Moment haben wir uns gedacht, so, was können wir jetzt machen? Da muss ich noch was dazu sagen, das ist jetzt wichtig, das ist keine Tirol-Werbung. Die Berge und die Kirche und die schöne Wiese ist eigentlich nicht das, was ich Ihnen sagen will. Was ich Ihnen sagen will, ist das, was Caroline vorher erwähnt hat, ist, wir haben uns gefragt, was können wir tun als eine Institution, die seit 70 Jahren Gastgeber guter, wertvoller Gespräche zwischen ganz unterschiedlichen Menschen ist. Wo, und der sitzt da irgendwo in der Wiese, Jeffrey Sachs von Studierenden, wir haben 700 Stipendiaten neben zahlenden Teilnehmern in Alpbach, angesprochen wird und die machen einfach ein Kamingespräch auf der Wiese. Ja? Oder ein Thomas Sedlacek bis 1 Uhr früh mit uns auf dem Bier im Jakoba sitzt oder die Kristelina Georgieva unsere Speakers Night mit mir moderiert, das ist die Vizepräsidentin der EU. Wo Menschen also plötzlich in einer ganz ungezwungenen Atmosphäre aufeinander zugehen. Also was können wir da machen? Und eine der ersten Dinge, die wir angegangen sind, 2013, in Partnerschaft mit Frames, Milo Tesela ist hier und Barbara mit Frames, einer Prozessbegleitungsorganisation und Cova und Partners, einer Politikberatung, war eben das erste Innovation Lab Rethink Austria mit dem Ziel, Politik von innen zu stärken. Wir haben junge Politikerinnen und Politiker aller Parteien oder Menschen, die in Vorfeldorganisationen politisch aktiv waren, eingeladen, 2 Tage mit uns zu arbeiten. Aber nicht einfach nur irgendwo. Wir haben ganz bewusst gesagt, das machen wir nicht Alpbach, weil dann sitzen sie zu lange im Jakoba und können am nächsten Tag nicht aufstehen. Nein, wir sind in ein Seminarhotel gegangen, außerhalb Wiens, weit weg. Haben uns Themen in den letzten 3 Jahren genommen, die alle ansprechen, wo sozusagen ein gemeinsames Interesse ist. Politische Verantwortung, Zukunft der Demokratie, das Verhältnis der Generationen. Wir haben ganz neue Regeln aufgestellt, wie wir miteinander in diesen 2 Tagen arbeiten. Wir haben uns mit Vornamen angesprochen, das haben wir einfach gemacht. Und wenn das mein Präsident des Forum Alpbach, der EU-Kommissar Franz Fischler, ehemaliger EU-Konsulent, auch macht, da muss man mitmachen. Ne? Und wir haben ihnen die Teilnehmerliste nicht gegeben, so man wusste nicht, wer ist jetzt von der rechten Partei der FPÖ oder von den ganz links-linken Sektion 8 der Sozialdemokraten oder wer ist von den Grünen. Man musste sich mal vorantasten. Und über diese 2 Tage haben diese jungen Politikerinnen und Politiker ganz neue Dialogkultur, Ideenfindungskultur erlebt. Und hier sind wir schon im heurigen Rethink Austria dann auch wirklich konkrete Projekte erarbeitet zu den Themen, die sie selber vorantreiben möchten. Ja, 2013 ist die erste bildungspolitische NGO, überparteilich arbeitet, daraus hervorgegangen. Und ein wichtiger Aspekt, aber davon erzählen wir Ihnen wirklich mehr am Nachmittag, damit Sie das selber auch nachbauen können und nachahmen, wenn Sie wollen, war auch, dass wir eine kleinere Gruppe von Künstlern, Vertretern der Wissenschaft, der Wirtschaft als Katalysatoren dazu gebracht haben. Aber die Idee war immer, jungen Politikerinnen und Politikern eine Erfahrung zu geben, eine ganz sichere Erfahrung von Dialog- und Partizipationskultur, ohne dass wir das je explizit gemacht haben. Weil ich glaube, und dazu komme ich dann auch nochmal, dass diese Erfahrungen eben gesammelt werden müssen im Erleben und nicht in der Theoretisierung von vielen wissenschaftlichen Aufarbeiten. Die brauchen wir auch, um überhaupt den Boden zu bereiten, aber ich glaube, dann ist die Erfahrung wichtig. Und die 2. Geschichte, die wir dann auch am Nachmittag
näher erläutern würden mit jemandem, der uns geholfen hat, diese Veranstaltung aufzubauen. Der Joachim, wo bist du? Joachim Schlendenwein ist das Treffen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Alpbach. Und da erzähle ich Ihnen nur ganz kurz, wie es überhaupt zustande gekommen ist. Wir sind auch vor dieser Asylquartierkrise gestanden. Viele Menschen kommen in unser Land, sind auf der Flucht. Wie können wir helfen? Was können wir tun? Ein Panel bei den politischen Gesprächen, Aufruf. Und dann hatten wir die Idee, laden wir doch Bürgermeister ein, die das schon geschafft haben, die echt erfolgreich in ihren Gemeinden seit Jahren Asylwerber haben und die integrieren und das irgendwie geschafft haben. Und da haben wir gesagt, ja, laden wir die ein und sagen mal Danke. Also wir könnten ja noch was machen mit denen und andere dazu einladen. Und diese Entscheidung, dieses erste Bürgermeisterinnen-Treffen in Alpbach zu veranstalten, haben wir am 15. August dieses Sommers getroffen. Und innerhalb von 2,5 Wochen haben wir es geschafft, ein Moderatoren-Kernteam von 5 Leuten, 10 ehrenamtliche Moderatoren, 10 Expertinnen, 20 Pioniere, also Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die ihre Geschichte erzählen, auf die Beine zu stellen und noch 120 weitere Bürgermeisterinnen, die vollkommen freiwillig auf eigene Kosten, ohne dass sie je jemand dazu gezwungen haben, nach Alpbach zu kommen. Und das Schönste, was daraus entstanden ist, finden Sie auf unserer Homepage, nämlich das erste Handbuch zur Integration von Asylwerbern in Gemeinden. Das sind 70 Seiten, Content wurde alles hier erarbeitet, von Kolleginnen für Kollegen. Ja? So stellen wir uns das vor. Ein Teil der, die lustigste Anekdote, wie wir das geschafft haben, war auch den Hauptschulsaal zu bekommen. Da musste ich nämlich mit den Alpbacher Putzfrauen eine Stunde lang verhandeln, weil die eigentlich schon alles für die Schulzeit wieder vorbereiten wollten. Aber mit, erstens mögen wir uns sehr, die Waltraud und ich, und zweitens mit dem Massagegutschein im örtlichen Spa war dann alles geregelt. Ja, davon wirklich mehr am Nachmittag von Rethink Austria, von Bürgermeisterin treffen, wenn Sie wissen, wie bringe ich das in meine Organisation. Ich habe Ihnen mal vorher schon gesagt, das hat auch uns verändert, was wir da in den letzten Jahren angestoßen haben. Inwiefern? Indem wir einfach viel sensibler und eben partizipativer in unserer Organisation arbeiten. Wir haben auch entschieden, viel mehr Menschen zu ermöglichen, diese Formate, dieses Arbeiten von innen heraus mit Dialog und Prozessen einfach zu erlernen. Und wir machen jetzt in Alpbach zum Art of Hosting Trainings. Art of Hosting ist eine von vielen Methodologien, die man relativ rasch anwenden kann und die eben auch Verwaltungen schon praktizieren. Aber jetzt vielleicht wirklich zum Abschluss ein paar letzte Empfehlungen. Und zwar, die vielleicht für Sie alle von Bedeutung sind, abseits unserer Arbeit. Wir brauchen Erfahrungsräume. Ja, Sie müssen einfach, diese Dinge kann man nicht erlernen, die muss man mal erlebt haben. Und da kann ich nur anregen, sich Problemstellungen zu nehmen, die nicht die schwierigsten sind. Gehen wir doch mit einem partizipativen oder Designformat rein. Nicht gerade, wenn ich sage, ich muss jetzt Atomendmülllager finden. Und das passiert, da ist gerade ein partizipativer Prozess im Laufen. Da können Sie nur scheitern. Ja. Meine 90-10 Regel. Wenn Sie genug Leute in der Organisation haben, die positive Grunderfahrung mit solchen Design- oder Partizipationsmethoden haben, dann brauchen Sie für 90% der Probleme keine Berater mehr. Und für die 10% der ganz komplexen Herausforderungen holen Sie sich die Besten im Feld. Ja? Was ich schon sehe, was hilft, sind diese Support Units. Und da kenne ich in Österreich die Arbeit, die über 20 Jahre lang wirklich Pionierarbeit geleistet hat, nämlich das Büro für Zukunftsfragen in Vorarlberg, die diese ganze Kultur in die Verwaltung gebracht haben, Bürgerräte, Designansätze etc. Das macht sehr viel Sinn. Also das wären meine Projekte, die ich, ganz egal, ob ich für eine Stiftung arbeite, für die Regierung oder für eine andere Institution, aufstellen würde. Und was machen wir? Auf jeden Fall einen Schwerpunkt bei den politischen Gesprächen in Alpbach zu Innovation in Governance. Wir wurden auch gebeten von der Bundesregierung oder zumindest einmal angefragt, ob wir nicht Bürgermeisterinnen-Treffen in 3 in den Bundesländern jetzt machen könnten, was für uns eine komplett neue Sache wäre. Da arbeiten wir gerade dran, ob wir das im Herbst und jetzt Frühjahr eben in die Länder Österreichs tragen. Und wir werden auch Rethink Austria, das eigentlich ein sehr erfolgreiches Format ist, 2016 weiterführen. Danke für Ihre Zeit.